auch bei der Gartenarbeit gilt, Augen auf. Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Aha. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. Ja, vielleicht. Also, das ist der Schaukelbaum. Hier ist der Abgrund. Sag mal, ist das die Anstalt von Dr. Marcel da hinten? Die hat auch so einen komischen Turm und so einen Anbau. Und da ist ein Wald. Weiß ja nicht. Könnte ja schon fast sein, ne? Ah, hier haben wir die Termiten. Die müssen irgendwie loswerden. Dahinter steht was. Das ist die Komposttonne. Ah, ich mag die Musik sehr gern. Auch das Intro-Lied, das finde ich so gut. Mal Edna. Nee, dann schauen wir mal die Komposttonne. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Ach schön. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist? Ja gut, ich meine, du hast es gesagt, ne? Du bist Polizei, dann mache ich das. So. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Ja, das ist ja noch einmal gut gegangen. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken isst. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich sicher. Ja, das ist sowieso. Ja, Lilly scheint ja nicht allzu viel zu sagen, ne? Ich weiß ja nicht. Aber war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, hey, nicht zu schaukeln. Hast du mich endlich vom blöden Gehake loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moah, hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberin. Ja. Schatzsuche, Aufgaben der Oberin, die Oberin. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreißen. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spielen. Oh, danke schön. Ja, dann würde ich doch sagen, unterhalten wir uns erstmal noch ein bisschen mit Edna. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Ja, die Hake können wir dazu also nicht verwenden. Schade.
Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Edna, wo ist Harvey, Erzähl mal. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Okay, also brauchen wir Marmelade und eine Schaufel. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Wie kann man denn aus Versehen eine Nacktschnecke verschlucken, Edna? Erzähl mal, wie geht das? Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Ja, okay. Na gut. Ja, da ist wohl, Oberin ist nicht nett. Da müssen wir mal gucken. Also, wir brauchen Schaufel, wir brauchen Marmelade. Der Hake kriegen wir hier ja. Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, okay. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Ach, der Sprecher ist so schön. Der macht das so gut. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Ja, wer weiß. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die... Okay. Ja, ich dachte, da würde irgendwie kein neuer Dialog. Ja, da ist der spitze Pfeil, da müssen wir aufpassen. Hier geht's aber auch nicht weiter. Na gut. Dann schauen wir uns mal in die andere Richtung um. Gartenschlauch. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding! Ah, ein, Ding. Okay, was ist das? Ah, eine Pumpe, okay. Lilly, schalte das sofort ab! Ja, ist ja gut. Meine Herren. Ja, es ist ein bisschen frisch hier, ne? So unter 0 Grad, wie das aussieht. Das ist ein Kellerfenster. Schade. Der Wasserhahn war leer. Ach. Die Pumpe? Ha! Lilly, schalte das sofort ab! Halt still, ich muss hier arbeiten, Oberin! Meine Herren, ey! Die ist ja furchtbar! Oh Gott, guck mal, wie die da durchguckt.
Das ist ein Pinsel. Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Ja. Juhu. Ach, guck mal, Presslufthammer. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Ja, das ist allerdings sehr merkwürdig. Eine Schaufel. Eine Schaufel? Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Ja. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Nee, schade. Na gut, wir müssen also hier durch die Tür, ja? Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Ja, wir müssten ja eigentlich mal die Ignaz danach fragen, ne? Die sollte uns den Schlüssel geben, sonst können wir hier nicht arbeiten. Wir sollen ja das Beet da hinten umgraben. Jetzt haben wir einen Pinsel. Ah. Ah, hier ist der Gartenschlauch. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. George Freeman? Wie hieß er noch? Ach, Lilly. Hallo. Ich dachte schon, da wäre jemand. Ach so. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Na gut. Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Nee. Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Ja, voll Gumbo. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Ja, das ist auch echt schön gemacht, wie Lilly halt so kein Wort sagt, ne? Die ist immer nur so ein bisschen am Stammeln und die ganzen, also die Gegenüber, die übernehmen dann immer den kompletten, ja, es ist ja eigentlich kein Dialog, es sind ja dann Monologe, ne? Es ist schon gut. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Richtig. Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Ja, wir wissen ja schon, dass wir Marmelade brauchen. Mal gucken, woher. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben. Richtig. Aha. Na, viel Glück. Deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Ja. Gumbo. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Ja, total nicht Gumbo. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Also. Nee. Wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Aber dabei schmeckt Motorenöl so lecker. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Ah. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge.
Ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Ja? Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du.